So, Freitag, kurz nach 13 Uhr, hier ist gemeinsam gegen Glioblastom der Lunch Talk. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle dabei sind. Die International Brain Tumor Awareness Week geht jetzt so langsam zu Ende. Bei uns heute mit dieser gemeinsamen Mittagspause und einem Thema, das für alle Glioblastom-Patientinnen und Patienten sehr, sehr wichtig ist. Und das ist die Forschung, denn sie ist natürlich der ganz große Hoffnungsträger. Wir wollen heute auf die letzten Jahre Glioblastom-Forschung zurückschauen, aber auch natürlich nach vorne. Denn wir wollen wissen, wie wird Forschung in der Zukunft über das Glioblastom betrieben werden? Was ist da möglich? Wie ist der Stand? Und was ist vielleicht auch schon in der Pipeline? Und ich bin sehr gespannt, was unsere Expertin mir dazu heute zu berichten hat. Das ist Professor Dr. Stephanie Combs. Sie leitet den Lehrstuhl für Strahlentherapie an der TU München und sie ist Direktorin der Klinik für Radioonkologie in München am Krankenhaus rechts der Isar. Hallo, herzlich willkommen, Frau Professor. Schön, dass Sie dabei sind. Ich grüße Sie, Frau Reimann. Ja, und zum Abschluss unserer Lunch Talk-Reihe in dieser Woche natürlich auch nochmal unsere Gastgeber. Und da sind Professor Dr. Martin Glas. Er ist Leiter des Neuroonkologischen Zentrums der Uniklinik Essen und Professor Dr. Frank Giordano, Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Universitätsklinikum Bonn. Und last but not least ist das Jochen Kröne. Er ist Geschäftsführer von Deutschlands größter digitaler Selbsthilfegruppe für Krebspatienten und deren Angehörige. Das ist Yes We Cancer. Hallo. Schön, dass alle hier zusammenkommen können. Ich freue mich. Hallo. So. Professor Glas und Professor Giordano, an Sie beide einfach mal die Frage: Wie war die Woche für Sie? Jeden Tag gab es eine Veranstaltung von uns und wir haben viel gelernt, denke ich. Legst du los, Frank, oder? Es gab ja jede Menge Verbände und Vereine, die die Woche aktiv waren. Ich habe ja mal geguckt, wer noch so aktiv war. Die IBTA war ja aktiv und es gab ja einige andere in Europa. Aber die Menge an Zuschriften und auch die Menge an Klicks, Likes und Followers, die wir da jetzt haben, hat uns Martin, glaube ich, hat uns ziemlich überrascht. Ne? Wir hatten so bis zu 1000 Aufrufe teilweise und auch viel Feedback. Und ich nehme mal so langsam zurück meine Meinung, dass die Hirntumorpatienten in Deutschland keine richtige Lobby haben. Ich denke, das kommt so ein bisschen. Ich sage ja, Prostata und Brust. Stimmen mir viele ja zu, da gibt es sehr gute Organisationen, super durchorganisiert. Aber jetzt, wenn man mal sieht, was wir da so hier an Feedback bekommen, finde ich das schon erstaunlich, wie gut wir das vielleicht auch schon organisieren können für die Patienten. Ja, kann ich nur zustimmen. Ich hatte ja auch im Vorgespräch schon gesagt, ein bisschen geschimpft am Anfang, weil ich nicht genau wusste, Lunch Talks, kriegen wir das irgendwie hin? Wie wird der Zuspruch sein? Ich nehme alles zurück. Also sogar ein paar Tausend mittlerweile jetzt, Frank. Das finde ich klasse. Und die Idee, die Lobby weiterzuentwickeln oder auch diese Community und letztlich natürlich auch Mehrwert zu schaffen für Patienten und das eben gemeinsam, das ist ja mit einer unserer Aufgaben. Und wenn das weiterhin so gelingt, finde ich das natürlich klasse. Ich fand die Woche super, immer dann, wenn natürlich auch Angehörige der Patienten zur Sprache kommen oder auch einen Beitrag leisten. Und da haben wir in den ersten 2 Tagen was ganz Tolles, finde ich, erlebt. Ganz beeindruckende Patientin und auch eine am ersten Tag beeindruckende Familie, die aus dem Schicksal ja was Tolles gemacht hat. Das ist natürlich auch toll, wenn Kollegen sprechen, gerade das Thema Palliativmedizin. Ich freue mich sehr auf Steffi Combs heute und auf das Thema Forschung. Ich glaube, das ist natürlich klar, super wichtig für alle, aber das Wichtige wird natürlich auch sein, wie schaffen wir das, diese Informationen an unsere Patientinnen zu bringen. Und von daher freue ich mich sehr auf den heutigen Tag. Genau, Kommunikation ist sehr, sehr, sehr wichtig. Sie haben es gerade gesagt, Forschung ist heute unser Thema. Was ist denn so aus Ihrer Sicht, Professor Glas, der wichtigste Aspekt dabei? Wahrscheinlich, also, Worauf sollen wir uns konzentrieren im Gespräch? wenn jetzt das alle verstehen, das ist das Ja. Wichtige, glaube ich. Aber da habe ich bei Steffi Combs keine Sorge, das wird gut funktionieren. Ganz konservativ geantwortet, wollen alle Immuntherapie wahrscheinlich hören, weil das natürlich so ein großer Fokus ist. Aber ich glaube, wir müssen schneller und mutiger werden. Das ist so das, bei Forschungsthemen, so die letzten 15 Jahre, wir haben tolle Erfolge erreicht, aber ich glaube, so ein paar Dinge, gerade was den ganzen Verwaltungsapparat angeht und auch sich das politisch ein bisschen rauszunehmen und vielleicht doch gerade unsere Patienten haben keine Zeit, habe ich beim ersten Tag auch gesagt, da Schritte nach vorne zu gehen gemeinsam,
Das ist das, was mir wichtig ist. Ich will gar keine inhaltlichen Themen sagen. Das wird Steffi dir alles erzählen, wahrscheinlich. Oder Frank vielleicht auch. Nö. Professor Giordano macht es also inhaltlich, inhaltlich sind wir ja beide Radio-Onkologen und fahren total ab auf Strahlentherapie von Locke bis Socke und sind auch ganz überzeugt von unserem Fach und können das ja wirklich in jedem Aspekt auch erklären und auch verständlich machen, weil das ja praktisch täglich unser Business ist, wie man Teilchenphysik oder Photonenphysik für einen Menschen also verständlich erklärt jetzt, warum das jetzt hilfreich sein soll. Aber ich wurde ja gefragt am Montag, was da für mich ein Highlight ist. Natürlich ist die Forschung ein Highlight. Wenn man an der Uni tätig ist, will man natürlich immer wissen, was es Neues gibt oder was es Neues gab. Und beim Glio müssen wir uns ja immer den Vorwurf gefallen lassen, dass es ja schon ganz lange nichts Neues gab. Aber ich denke, es gibt ein paar interessante Sachen. Und ich bin auch schwer gespannt, ob, also ich meine mal, dass Martin, ohne dir da vorwegzugreifen, das Thema Immuntherapie ist bei Gehirntumoren natürlich immer kontrovers. Und es ist jetzt, sind es viele weitere Themen, auf die wir ja gefragt werden. Ich weiß gar nicht, wie viele Mails wir jetzt gekriegt haben, die jetzt die Woche aufgreifen. Und mir, also ich bin ja schon, ich habe ja schon so eine Vorahnung, dem Vortrag von Steffi und den vielen Forschungsthemen, wie viele Mails dann bei uns landen, was davon jetzt genau und wie wir das jetzt dann anwenden können, bin ich mal schwer gespannt. Ist schon so ein Highlight der Woche. Freut mich schon, dass du da bist und dass du uns das Thema Forschung beibringst, sozusagen, etwas näher bringst. Ja, ich glaube, bei so vielen Mails, da wird das gar kein richtiges Wochenende werden dieses Mal. Könnte so kommen, ne, wenn die jetzt alle beantwortet werden müssen. Jochen, du hast vor einigen Jahren eine Krebserkrankung überstanden, gut überstanden. Kein Glioblastom natürlich. Aber du bist natürlich, du kannst natürlich auch aus der Patientensicht berichten. Wie guckt man, wenn man in so einer Situation ist, auf Forschung und wie wichtig ist einem das? Ja, also Gott sei Dank hatte ich etwas, wo schon viel geforscht wurde. Es ging um Prostata und mir auch sehr gut geholfen werden konnte. Und ich hatte ja schon eingangs mal gesagt, man wird ja so ein bisschen zum Experten in seinem eigenen Gebiet. Also Forschung ist natürlich aus Patientensicht etwas, was möglichst schnell und sehr effektiv sein sollte. Ja, also im Grunde sagt man ja immer, man kann das Gras nicht zum Wachsen bringen, indem man dran zieht. Aber ein bisschen was möchte man eigentlich von dem haben, dass irgendwie denkt man sich, hoffentlich geht die Forschung noch schneller und das Wissen verdoppelt und verdreifacht sich innerhalb kürzester Zeit. Weil am Ende geht es darum, weil das Große ist, fiel ja auch schon das Wort Hoffnung. Weil wenn man grundsätzlich erkrankt, hat man die Hoffnung, dass es irgendwo auf der Welt wieder etwas Neues gibt, ein Forschungsprojekt, wo was passiert. Viele Palliativpatienten hoffen auch, dass es irgendwelche Forschungsvorhaben gibt, von denen sie persönlich profitieren können. Und am Ende natürlich geht es um Patient Empowerment, um das Wort hier auch nochmal als abschließend zu der Woche zu sagen. Ich freue mich wahnsinnig, dass das hier so eine gute Resonanz gezeigt hat. Weil am Ende, da oben steht es oder da, gemeinsam gegen Glioblastom. Und das ist ja der Punkt. Wir wollen Leute zusammenbringen. Ich habe vorhin gerade mit einer Patientin gesprochen aus einem ganz anderen Grund, deren Mann, nicht Patientin, sorry, einen Angehörigen, deren Mann verstorben war an Glioblastom. Und es ist ja so ein Wettlauf mit der Zeit, die ganze Geschichte. Man versucht, die Zeit so gut es geht zu gestalten. Ja, und Forschung, wir Patienten hoffen da drauf, dass sich da möglichst viel tut. Und man kann nur auffordern, die Politik, die Wirtschaft, die Gesellschaft, jede Form der Forschung, die eben zu Ergebnissen führt, zu unterstützen. Ja, super Schlusswort für die drei Herren. Vielen Dank, Jochen. Und dann wollen wir mal gucken, wo die Forschung jetzt im Moment so steht. Frau Professor Koms, dann springen wir jetzt mal direkt rein ins Thema. Es sind ja in den letzten 10 Jahren große Fortschritte gemacht worden in der Krebsbehandlung allgemein bei allen Krebsarten. Was hat sich denn konkret in der Forschung rund um das Glioblastom getan? Also ich glaube, wenn man das Glioblastom anschaut, und das habe ich auch versucht in meinem Vortrag, den ich dann später halte, so ein bisschen zu berücksichtigen, dann ist tatsächlich dieses gemeinsam gegen das Glioblastom genau das, was passiert. Das heißt, die Entwicklungen in der Forschung, die sind nicht in einem Bereich, sondern es ist eigentlich das Zusammentun aus den verschiedenen Fachbereichen. Also es gab enorme Fortschritte in der chirurgischen
Forschung in der Chirurgie, wie kann ich resizieren, wie kann ich möglichst viel Tumor entfernen, wie kann ich den Tumor sicher entfernen, wie kann ich sensible Areale im Gehirn darstellen. Da hat sich wahnsinnig viel getan. In der Strahlentherapie, was ja mein Fachbereich ist, hat sich die Präzision wahnsinnig weiterentwickelt, dahingehend, dass wir Dosis steigern können, dass wir gesundes Gewebe schonen können, dass wir auch ein zweites Mal bestrahlen können. Dann hat sich natürlich auch in der Diagnostik im Sinne von Bildgebung, ja, aber auch Diagnostik im Sinne von Pathologie, Neuropathologie, ja, da hat sich wahnsinnig viel getan. Denn heute, das Glioblastom, das gibt es ja gar nicht mehr in dem Sinne. Denn es gibt ganz viele verschiedene Untergruppen, die vom Neuropathologen charakterisiert werden können über molekulare Marker, über Methylierungsanalysen und so weiter. Auch das werde ich kurz punktuell beleuchten in meinem Vortrag. Und diese unterschiedlichen Klassifikationen können dann wieder dazu führen, dass wir die Therapie an den Patienten anpassen. Ja. Und das, was jetzt im Moment sozusagen der Hype ist, hat ja Martin Glas eben schon angesprochen, Immuntherapie. Ja. Das habe ich jetzt in meinem Vortrag noch gar nicht so sehr beleuchtet, weil ich ja auch einen Rückblick geben sollte über die letzten 15 Jahre. Nur so ein bisschen am Schluss, denn der Weg geht jetzt in die Richtung, ja, Immunvakzinen, Impfungen, ja, gegen den Tumor zu entwickeln. Und da ist aber tatsächlich im Moment noch viel Zukunftsmusik drin. Ne? Sie sagen, dass gerade Impfungen gegen den Tumor, da fällt mir natürlich sofort die Corona-Pandemie ein. Wir haben auch dieses Jahr auf der YesCon, der Convention von Yes We Cancer, darüber gesprochen, dass mRNA-Therapien so vermehrt in den Blickpunkt des Interesses auch bei Krebsbehandlungen gerückt sind. Es wurde ja schon lange mit mRNA geforscht beim Thema Krebs. Glauben Sie, das ist auch eine Perspektive für Glioblastom-Patienten? Meinen Sie, dass man das da irgendwie vielleicht zum Einsatz bringen könnte? Ob das ganz gezielt die mRNA-Vakzine ist oder eine andere Impfung, glaube ich, wird man am Ende sehen, ja, was da der bessere oder der sichere Weg ist oder der sicherere Weg zum Ziel. Ich glaube aber schon, dadurch, dass man die Tumore immer besser charakterisieren kann auf molekularer Ebene, wird man eben gerade dieses spezifische Impfungsthema darauf abgerichtet nutzen können. Und ich glaube, das hat enormes Zukunftspotenzial. Klar, und nicht umsonst haben ja Firmen wie BioNTech, ja, muss man jetzt klar sagen, die haben ja, der initiale Fokus war ja auf Krebstherapie. Die haben ja jetzt eigentlich erst so ihren Fokus dann in der Pandemie, weil sie gesehen haben, da gibt es jetzt einen ganz anderen Medical Need. Ja. Aber deren eigentlicher Ausgangspunkt war ja eigentlich, Krebstherapien zu revolutionieren. Denke ich auch. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, Frau Combs. Ich hatte mich eigentlich jetzt hier vorbereitet, mit Ihnen ein Interview zu machen. Ich habe mir unheimlich viele schlaue Fragen ausgedacht zum Thema Forschung zum Glioblastom. Aber Sie haben jetzt zweimal das Wort Vortrag erwähnt, dass ich den Eindruck gewinne, Sie möchten lieber alleine loslegen. Nein, möchten Sie das lieber so machen? Nein, wir können das gerne als Vortrag machen. Ich habe so als Hintergrund ein paar Folien vorbereitet, weil ich dachte, vielleicht gibt es ja das ein oder andere, wo Sie sagen, Mensch, da würden wir gerne noch mal was dazu sehen, ja. Aber ansonsten machen wir das so wie geplant in der Interviewform völlig in Ordnung. Okay, gut. Also wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben Folien, die Sie jetzt zeigen möchten, sagen Sie es aber auch, ne? Alles gut. Ja. Nein. Okay, dann frage ich doch mal konkret. Sie haben es eben schon gesagt, Sie sind ja Spezialistin für Strahlentherapie. Was hat sich denn, Sie sagten, Sie können anders dosieren, da hat sich ganz viel getan. Was hat sich konkret getan? Also wenn ich jetzt mal so zurückdenke, auch jenseits meiner eigenen Laufbahn, zeitlich zurückdenke, dann war die Strahlentherapie, ich sag mal, unpräzise. Und zwar unpräzise deswegen, weil wir auf der einen Seite uns verlassen haben, ganz früher auf Röntgenbilder. Ja. Mhm. Dann kam irgendwann mal das CT dazu. Ja, und heute haben wir ja PET-Bildgebung, wir haben MRTs, wir können ja wirklich millimetergenaue Strukturen identifizieren. Das konnten wir ja vor 20 Jahren gar nicht. Ne? Also das können wir heute. Und wir können jede einzelne dieser Strukturen im Körper des Menschen mit einem virtuellen Koordinatensystem versehen, ja, und können sagen, dieser kleine Punkt, der krank ist, hat die Koordinate XYZ, ja, aus einem richtig mathematisches Koordinatensystem, und können dann
dieses Koordinatensystem sozusagen in die Technik übertragen und können unsere Bestrahlung genau auf so einen XYZ-Punkt fokussieren. Ja. Das ist ja auch beim Gehirn ganz wichtig, ne? Weil man möchte genau. Ja kein anderes Gewebe verletzen. Ne? So ist es, genau. Das hat zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, den Tumor zu treffen. Die andere Dimension ist aber genau das, was Sie eben angesprochen haben, nämlich das gesunde Gewebe eben nicht zu treffen. Ja? Mhm. Und da hat sich eben die Strahlentherapie auch in der Art, wie sie die Röntgenstrahlen, sind ja hauptsächlich Röntgenstrahlen, die eingesetzt werden, da hat sich die Strahlentherapie eben dahingehend auch weiterentwickelt, dass man nicht nur aus einer Raumrichtung behandelt, sondern aus verschiedenen Raumrichtungen, dass man sogenannte rotierende Techniken, ne, so ein Gerät, was um den Patienten herum sich bewegt. Also das sind einfach verschiedene technische Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass wir in dieser Treffsicherheit, in dieser Zielgenauigkeit immer, immer genauer geworden sind. Und deswegen sind zum Beispiel, wenn ich jetzt aufs Gehirn zurückkomme, da ist ja unsere Sorge tatsächlich auch, dass der Patient jenseits dessen, dass wir den Tumor kontrollieren wollen, ist ja unsere Sorge, wenn der Patient jetzt länger überlebt, was hat der denn für Nebenwirkungen? Ja, und das sind am Gehirn natürlich Dinge wie neurokognitive, also ja, dass sie Merkfähigkeitsstörungen, Denkfähigkeitsstörungen, Verlangsamungen, ja, das sind Dinge, die sind ja für Menschen essentiell wichtig. Und wenn ich aber das gesunde Gewebe gut schonen kann, dann kann ich diese Nebenwirkungen vermeiden. Und das ist für Patienten, glaube ich, essentiell wichtig, gerade wenn die auch noch im Berufsleben stehen oder vielleicht auch jünger sind, ja, und wissen, ich bin ja noch voll im Saft, ja, dann, ja, dann will man diese Dinge ja erhalten. Ich habe gelernt diese Woche, dass es beim Glioblastom, es gibt ja nicht das Glioblastom, das ist ja wirklich ganz, ganz individuell. Also wir hatten ein Geschwisterpaar am Anfang der Woche, am Dienstag, deren Vater bekam eine Diagnose und konnte sehr schnell danach eigentlich, war er nicht mehr in der Lage, die täglichen Dinge zu machen. Ne? Also dem ging es sehr schnell ziemlich schlecht. Und dann hatten wir vorgestern Frau Anselstetter, die machte auf mich einen mega fitten Eindruck. Die war sehr aktiv und managte ihre Krankheit regelrecht so wie eine Managerin, die sie auch immer war im Berufsleben. Und das war halt wahrscheinlich dazu ein riesiger Unterschied. Wie funktioniert das jetzt bei Strahlentherapie? Kann man das auch so personalisieren, dass man darauf, ja, dass man das so gezielt einsetzt, dass man für jeden Patienten das wirklich ganz individuell macht, also personalisiert letztendlich? Ja, also Strahlentherapie ist insofern immer personalisiert, weil wir ja den individuellen Bestrahlungsplan für jeden Patienten immer auf dessen CT, MRT und Bildgebung planen. Und insofern. Also es kriegt nicht jeder dieselbe Dosis, ne? Da komme ich gleich nochmal drauf. Wir haben schon Richtdosierungen, die wir für spezielle Erkrankungen geben. Aber wie das Behandlungsvolumen ist, ja, wie der Sicherheitsraum ist und so weiter, das sind Dinge, die schon sehr individuell auch für jeden Patienten auf dessen Bild, auf dessen Befund geplant werden. Aber ich greife jetzt vorweg nochmal auf Ihre Eingangsworte. Wir haben gelernt, nicht jedes Glioblastom ist das Gleiche. Ja. Und das ist tatsächlich wahr. Und zwar gab es ganz lange konservative oder so einfache Faktoren. Zum Beispiel ist das Alter ganz wichtig. Ja. Mhm. Wir wissen oft, dass jüngere Patienten vielleicht eine bessere Prognose haben als ältere Patienten. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist älter? Ja. Und ich glaube, das ist wirklich auch Definitionssache, denn es gibt ja wirklich auch 75-Jährige, die sind super fit und super, ja, und haben dann auch entsprechend eine ordentliche Prognose. Und Patienten sind einfach mit 65 schon biologisch vielleicht älter. Ja. Auch das ist ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Dann spielt natürlich auch eine Rolle, wie sieht der Tumor unter dem Mikroskop aus oder wie sieht seine DNA aus? Wie kann der Pathologe das klassifizieren? Ja, auch das kann uns schon oft vorhersagen, läuft uns der Tumor weg oder laufen wir dem Tumor hinterher? Ja, oder kommen wir in diese Manager-Situation und können mit der Sache gut umgehen? Und für uns Strahlentherapeuten sind beide solcher Faktoren, also diese einfachen, sag ich mal, Faktoren, wie das Alter der Patienten, ja, aber natürlich auch diese histologischen Faktoren, die sind für uns extrem wichtig, um die Therapie zu personalisieren. Man kann zum Beispiel bei den Patienten, wo man das Gefühl hat, Mensch,
denen geht es wirklich nicht gut. Ja, die sind sehr reduziert, die leiden sehr unter dem Tumor. Das geht vielleicht schon Richtung Palliativ, ja, wo man einfach sagt, entwickelt sich einfach schnell. Ja. Und das sind nicht immer, aber häufig eben die alten oder älteren Patienten. Da kann man die Strahlentherapie auch verkürzen. Ja, dann ist das keine 6-wöchige Behandlung, sondern nur eine 3-wöchige Behandlung und der Patient ist damit nicht schlechter behandelt. Für uns ist auch immer die Frage, mache ich die Strahlentherapie alleine oder mache ich eine Chemotherapie dazu? Ja, auch das mache ich unter anderem davon abhängig, wie ist der Allgemeinzustand des Patienten und teilweise auch, wie sieht der Tumor molekular aus? Ja, davon hängt ja auch davon ab, was für eine Chemotherapie mache ich. Also die Personalisierung, die hat sich gerade beim Glioblastom tatsächlich auch in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt. Früher hat man wirklich, auch als ich noch anfing, Glioblastom waren 60 Gray, ohne Chemotherapie, fertig. Heute unterschiedliche Dosierungen, unterschiedliche Behandlungszeiten, plus Chemo, ohne Chemo. Also das ist schon sehr individuell. Es hat sich ja auch die Prognose verändert, wenn ich richtig liege, oder? Also vor 10 Jahren noch hat man gesagt, man lebt vielleicht mit einem Glioblastom noch allerhöchstens ein Jahr. Pardon, wo stehen wir denn da inzwischen? Ja, also da muss man tatsächlich sagen, da habe ich jetzt mal ein Slide mitgebracht. Das rufe ich jetzt mal ganz kurz auf. Das ist sehr, sehr plakativ. Ja? Also das ist nicht jetzt irgendwie mit 25 Zitaten und so weiter, aber einfach so ein bisschen kann man sehen, wie sich das entwickelt hat. Ne? Das, was Sie vorhin gesagt haben, hier unten, ja. Nach 2 Jahren hatte man so 10% Überleben. Ja? Das war wirklich nicht gut. Und dann hat sich das hier weiterentwickelt. Das war so die Zeit, auch wo ich angefangen habe, 2005. Ne, da gab es so diese Studien von Roger Stupp, die uns die Kombination mit dem Medikament Temozolomide gezeigt haben. Und dann kamen ja noch die Tumor Treating Fields dazu, die hier auch nochmal einen Vorteil gebracht haben. Und dann gab es auch nochmal Studien, die jetzt auch von Martin Glas und Ulrich Hallinger geleitet wurden, die hier oben sind, wo man wirklich bei Subgruppen von Patienten die Chemotherapie gezielt nochmal intensivieren kann und das Überleben verbessern kann. Ja? Also das war jetzt nur mal so fokussiert auf Systemtherapie und Bestrahlung, da hat natürlich auch Fortschritte in der OP vielleicht einen Beitrag geleistet, aber wir sind da schon weiter, ja, muss man sagen. Und es ist nicht mehr so, dass man sagen muss, Glioblastom ist sofort ein Todesurteil. Ja, ich glaube, da sind wir jetzt nicht mehr. Wir stehen nicht mehr direkt mit dem Rücken an der Wand. Sie haben es eben schon erwähnt, die Chirurgie hat Fortschritte gemacht. Wo genau liegen die? Was können die jetzt besser als noch vor 10 Jahren? Die können zum Beispiel in der Operation den Tumor darstellen. Da gibt es ein Medikament, das heißt 5-ALA. Das wird dem Patienten eine Zeit vor der Operation verabreicht. Und das reichert sich in den Tumorzellen an. Und dann kann ich unter einem speziellen Mikroskop, sehe ich die Tumorbereiche leuchten und kann eben leuchtendes von nicht leuchtendem Gewebe unterscheiden und kann das während der Operation eben visualisieren. Ich gucke nicht mehr nur in den Kopf rein und sehe Gehirn und Blut, sondern ich kann wirklich diese Fluoreszenzfarben sehen und kann die dann sozusagen entfernen. Und ich kann auch dieses Ausmaß der Operation während der Ausmaß der Resektion während der Operation kontrollieren. Denn viele Standorte haben zum Beispiel einen Kernspin im Operationssaal. Das heißt, der Chirurg operiert, dann kann er mal noch ein MRT machen und wenn er sieht, oh, da ist noch ein Rest, dann kann er den direkt noch mit entfernen. Das war früher, hatte man ja im Operationssaal so ein Bild gar nicht. Das heißt, man musste die Operation abschließen, der Patient ist aufgewacht und dann hat man vielleicht einen Tag später ein MRT gemacht. Und wenn dann noch ein Rest war, war die Frage, was macht man, muss man nochmal operieren und so weiter. Das kann man jetzt sozusagen schon in einem Schritt auch machen. Mhm. Ja. War es nicht auch so, dass man keine Rezidive operiert hat, noch vor etlichen Jahren? Genau, das kommt auch noch dazu. Ja. Dass man vor vielen Jahren gesagt hat, oder ist das vor vielen Jahren auch noch, als ich anfing, ja, war hieß es, das Glioblastom-Rezidiv, ganz schlechte Prognose, da machen wir gar nichts. Ja. Da hat man nicht operiert.
oder wenig operiert, man hat keine Strahlentherapie gemacht und tatsächlich ist auch dieses Konzept der Rehbestrahlung, also der zweiten Bestrahlung, das ist was, mit dem ich mich schon sehr früh auseinandergesetzt habe, weil ich gesagt habe, komm, das Gehirn ist doch relativ strahlenresistent und warum soll ich denn so ein Rezidiv nicht bestrahlen? Ja? Und das hat sich jetzt eigentlich schon als eine wirklich gute Alternative im Rezidiv entwickelt, aber eben auch die Operation. Und auch da gibt es ja Daten dazu, die uns heute zeigen, dass dieses Resektionsausmaß, ne, also wie viel Tumor operiert wird, nicht nur nach der Erstdiagnose wichtig ist, sondern auch im Rezidiv. Das heißt, wenn ich da die Möglichkeit habe, Tumorlast wegzunehmen, ist das für den Patienten gut. Ja. Hat sich eigentlich irgendwas getan, forschungsseitig auf der Suche nach den Ursachen für Glioblastome? Also man würde ja so gerne Vorsorge betreiben oder zumindest Früherkennung. Das ist ja bei ganz vielen Krebsarten wirklich ganz, ganz wichtig, wenn man sagt, okay, wir können das in den Griff bekommen, wir haben es frühzeitig erkannt oder es ist eben jetzt leider zu spät. Aber bei einem Glioblastom ist das ja gar nicht möglich. Forscht man da? Wird in der Hinsicht geforscht? Also da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Gruppen, die sich damit auseinandersetzen, die auch versuchen, sagen wir mal, über eine Epidemiologie hinweg, über große Bevölkerungsgruppen hinweg zu schauen, was können wir für Risikofaktoren rausfinden. Und es gibt immer mal die Diskussion, dass es vielleicht doch ein familiäres Risiko gibt. Es gibt ja auch so Glioblastomfamilien, ja, die gibt es selten, aber die gibt es. Aber es ist jetzt nicht wie beim Brustkrebs zum Beispiel oder bei Darmkrebs, wo man klar sagt, da gibt es nachgewiesenes familiäres Risiko. Also das gibt es eigentlich nicht beim Glioblastom, obwohl man manchmal diese Häufung sieht. Es war ja auch mal in der Diskussion, dass Handynutzung oder solche Dinge ein Risikofaktor sind. Das hat sich aber tatsächlich nie erhärtet. Und auch so Lifestyle-Faktoren, ja, die es ja zum Beispiel beim Darmkrebs gibt oder auch beim Brustkrebs, auch das hat sich noch nicht bewährt. Ja, oder auch genetische Faktoren. Die gibt es da tatsächlich im Moment noch nicht. Das heißt, da sind die dran immer noch und wird auch noch weitergehen. Aber eigentlich gewinne ich so ein bisschen den Eindruck, dass man zu Unrecht sagen würde, dass sich in der Glioblastomforschung weniger entwickelt hat als bei anderen Krebsarten. Oder ist das trotzdem so? Weil was Sie jetzt alles gerade aufgezählt haben, sind doch schon große Verbesserungen für die Patienten. Das Problem beim Glioblastom ist, oder die Herausforderung, ja, die ist ähnlich, ich vergleiche das ganz gerne mit dem Pankreaskarzinom. Ja, mein zweites Forschungsstandpunkt ist eigentlich das Pankreaskarzinom. Ich finde, dass diese beiden Tumore sich sehr ähnlich entwickeln. Die haben eine schlechte Prognose, wachsen sehr schnell, sind extrem resistent gegenüber verschiedenen Therapien. Und das ist das Schwierige, dass wir einfach einem Tumor gegenüberstehen, der extrem schwierig ist und extrem heterogen ist und extrem widerspenstig ist. Und die Erfolge, die wir hatten, die sind natürlich klein. Die sind klein, ja. Und ich glaube, das ist das, was manche Leute wahrnehmen, als da ist ja nicht viel passiert. Aber ich finde schon, dass das für den einzelnen Patienten enorm wichtig ist, ob ich 8 Monate überlebe oder 2 Jahre. Ja? Na klar. Das ist ja mehr als das Doppelte. Ja, und wenn man das einfach mal hochrechnet, sind wir gar nicht so schlecht, muss man wirklich sagen. Und man muss auch klar sagen, dass wenn man in die einzelnen Fachbereiche reinguckt, das sind ja auch sehr, sehr diffizile Entwicklungen. Strahlentherapie ist ja sehr technisch und sehr diffizil und viel technischer Aufwand. Da hat sich unheimlich viel getan, auch in der Verträglichkeit. Operation im Gehirn zu operieren, das ist ja eine der höchsten Disziplinen in der Chirurgie. Ja, hat sich wahnsinnig viel getan. Und ich glaube, da dürfen wir als Glioblastomforscher unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ja, den Eindruck habe ich nämlich auch. Es gibt doch auch, das haben Sie vorhin auch in Ihrer Folie mit drauf gehabt, diese Tumortherapiefelder. Das ist eine relativ, soweit ich das jetzt weiß, umstrittene Therapie. Manchen Menschen ist das in der Anwendung zu unangenehm oder zu kompliziert, aber andere sagen, man kann damit eigentlich ganz prima leben. Was halten Sie davon? Also es ist so, es gibt es ist tatsächlich umstritten aus verschiedenen
Gründen. Ich glaube, es ist deswegen umstritten, weil es ist auch unumstritten der falsche Ausdruck. Vielleicht, sagen wir so, es wird kontrovers diskutiert. Ja? Mhm. Vielleicht auch deswegen, weil viele Menschen den Mechanismus nicht verstehen. Ja? Also wir verstehen, dass ich einen Tumor operiere. Wir verstehen, wie eine Chemotherapie wirkt in der Zelle. Wir verstehen als Strahlentherapeuten, wie Bestrahlung wirkt. Aber wie jetzt diese Felder wirken, das ist ja erstmal was komplett anderes, was man prima vista, dem man prima vista sehr skeptisch gegenübersteht. Da schließe ich mich auch gar nicht aus. Ja? Mhm. Ich habe das auch lange Zeit vielleicht nicht gut genug verstanden. Vielleicht verstehe ich es auch heute noch nicht gut genug. Und ein Nachteil aus meiner Sicht, aber das ist halt das Problem mit den Feldern, die müssen ja von außen auf den Kopf aufgebracht werden. Und der Patient muss dann mit dieser Haube rumlaufen und so weiter. Also es ist vielleicht ein bisschen auch stigmatisierend. Deswegen lehnen es natürlich auch viele Patienten ab. Aber man muss ganz klar sagen, es gibt klinische Studien dazu. Die sind hochrangig publiziert, die sind nach allen Qualitätskriterien, die wir an Studien stellen. Es gibt ja verschiedene Studienphasen, also nicht randomisierte Phase 3 Studien, Zulassungsstudien sind durchgeführt worden und die haben super gute Ergebnisse gezeigt. Nicht nur im Glioblastom. Ja, es gibt ja auch jetzt mittlerweile kommend für andere Indikationen Daten für diese Tumor Treating Fields und insofern finde ich, kann man das nicht unter den Tisch kehren. Mhm. Ja? Man kann da vielleicht persönlich davon überzeugt sein oder nicht. Es gibt auch andere Methoden oder Techniken oder Chemotherapien, auch von denen ich, ja, zum Beispiel beim PCV bin ich auch so ein bisschen mittlerweile zurückhaltend, weil das einfach auch toxisch ist. Ja? Also insofern, da hat ja jeder auch so ein bisschen seinen Behandlungsstandard. Ich handhabe es so, oder wir bei uns am Neurozentrum, am Klinikum rechts der Isar, wir haben das in unseren SOPs verankert. Die Patienten kriegen das, es wird angeboten, ja, wird keinem aufgeschwätzt, das ist ja klar, wird angeboten und die Patienten, die sich dafür entscheiden, die machen das. Und wir haben auch zwei Studien. Eine Studie, die Frau Dr. Bernhard leitet bei mir am Standort, die sich auf die Tumor Treating Fields bei älteren Patienten fokussiert, ja. Und es gibt ja die Trident-Studie, die eine internationale Studie zur Radiochemotherapie ist, die wir auch sehr stark mit unterstützen. Also ich glaube, es ist, wie Sie sagen, es gibt Meinungen dazu und es gibt aber auch Daten. Und so ist die Sachlage. Aha. Was ist denn Ihrer Meinung nach der vielversprechendste Ansatz, was die Forschung betrifft? Was glauben Sie, wo geht's lang in der Zukunft? Ich hoffe, dass die biologische Optimierung hier uns einen Schritt weiterbringen wird. Dass wir wirklich sagen, das ist der Tumor, der hat diese molekulare Signatur, der hat dieses Muster. Okay. Für diesen Tumor brauchen wir diese Chemo. Oder wir brauchen Bestrahlung mit mehr Dosis oder mit weniger Dosis. Oder mit mehr Sicherheitssaum oder mit weniger Sicherheitssaum. Dass wir einfach den Tumor noch besser kennenlernen und wirklich patientenspezifisch dann auch hier die Behandlung anbieten. Das klingt jetzt so einfach. Ne? Ich gucke mir den Tumor unter dem Mikroskop an, dann mache ich ein bisschen DNA-Analyse und dann spuckt es was aus. Und dann so. Die Sache ist, dass man das ja wirklich auch wieder in großen Studien evaluieren muss. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht nur im Glioblastom, sondern in allen anderen Erkrankungen auch. Das ist jetzt unsere Herausforderung, in schlauen Studien mit ordentlichen Patientenzahlen diese biologische Optimierung voranzutreiben. Das ist unsere Chance. Was sagen Sie zum Thema Immuntherapie? Weil das hatte ja Professor Giordano vorhin angesprochen, kurz. Genau. Also, da ich ja als Radioonkologin nicht nur Glioblastome betreue, sondern eben auch Melanome, Bronchialkarzinome, um die beiden mal herauszugreifen, die ja gerade bei Immuntherapien, als Nierenzellkarzinome, wo gerade die Immuntherapien einen durchschlagenden Erfolg hatten, wo man wirklich Erkrankungen, wo der Patient mit dem Rücken an der Wand stand, heute in eine chronische Erkrankung überführen kann und wo die Patienten auch wirklich mittel- und langfristig überleben können. Ja, das ist total beeindruckend, das ist super. Ja. Und ich wünsche mir, dass das beim Glioblastom irgendwann auch gelingen wird. Es gab ja eine Reihe von Studien, die ja mal kleinere Erfolge, mal keine Erfolge hatten im Glioblastom, was natürlich
vielleicht verschiedenen Faktoren geschuldet ist. Vielleicht haben wir den optimalen Immunmechanismus fürs Glioblastom noch nicht gefunden. Vielleicht ist das die Immunwirkung im Gehirn tatsächlich doch so sehr anders als im extrakraniellen Raum, also außerhalb vom Gehirn. Vielleicht ist es aber am Ende auch eher eine Impfung als eine Immuntherapie im Sinne von Antikörper. Also Immuntherapie ist ja ein breiter Begriff. Aber ich wünsche mir, dass wir das, was wir beim Lungenkarzinom sehen und gesehen haben, dass wir das, was wir beim Melanom sehen und gesehen haben, in naher Zukunft auch beim Glioblastom haben. Das wäre für die Patienten ein Segen. Das heißt, dann wäre ein Glioblastom eine chronische Krankheit, mit der man versucht, möglichst länger zu leben, immer das länger. Das ist doch cool. Das wäre es doch. Ja? Und wenn wir dann noch wissen, dass wir diese Immuntherapie durch die Strahlentherapie triggern können und noch verstärken können, da gibt es ja auch synergistische Effekte, ne, dass ich mit der Strahlentherapie das Immunsystem noch mal sensibler machen kann und dass ich durch die chirurgische Entfernung des Tumors vielleicht die Immuncharakteristika des Tumors darstellen kann, dann würde das nämlich nicht bedeuten, die Immuntherapie macht alle anderen arbeitslos, sondern es würde bedeuten, die Immuntherapie hilft uns allen, diesen Tumor in den Griff zu kriegen. Und, im Grunde ist es ja auch so, also es funktioniert ja auch jetzt nicht, wenn die Disziplinen nicht miteinander arbeiten. Ne? Also gerade beim Glioblastom ist doch interdisziplinäre Zusammenarbeit ganz, ganz wichtig. Die Behandlung hat ja mehrere Säulen. Ja, immer in der Onkologie. Also ich leite ja bei uns auch das onkologische Zentrum am Klinikum Rechts der Isar. Und das ist ein Punkt, der mir enorm wichtig ist. Ja. Und ich glaube, wir haben bei uns jetzt eine super gute Kultur zwischen den Disziplinen erarbeitet, wo wir auch gelernt haben, dass wir uns ja auch gegenseitig nichts wegnehmen. Also ich glaube, das, was man vielleicht so aus der Medizin manchmal denken, ne? Dann ist der Chirurg ist dann sauer, wenn bestrahlt wird und so. Ja? Das stimmt ja nicht. Denn das, was für den einen Patienten gut ist, ist vielleicht für den anderen Patienten nicht gut. Und ich glaube, dass gerade durch die Zusammenarbeit, ja, und das gemeinsam diskutieren und gemeinsam jeden Patienten besprechen, ja alle Disziplinen auch lernen und wachsen. Und das ist natürlich für den Patienten enorm wichtig, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn Sie als Patient irgendwo hingehen und derjenige hat natürlich nur von seinem Fach Ahnung. Und dann kriegen Sie irgendeine Behandlung und im Zimmer nebendran sitzt die Nachbarabteilung, die das in dem Fall vielleicht viel besser könnte, weil es besser wirkt. Ja? Und ich glaube, das ist auch nochmal was, wenn man so eine Erkrankung hat wie ein Glioblastom. Das ist eine Erkrankung, die gehört in ein zertifiziertes, spezialisiertes Zentrum. Ich will nicht sagen, es muss unbedingt eine Uniklinik sein, ja? Sondern es gibt auch nicht-universitäre neuroonkologische Zentren, die auf sehr, sehr hohem Niveau wunderbar die Patienten versorgen. Aber es gehört sicher nicht irgendwo in ein nicht spezialisiertes, kleines, da ist man dann nicht gut behandelt. Ja, und das ist eine ganz wichtige Message. Das ist wichtig. Und dann muss man leider vielleicht auch mal Fahrtzeit in Kauf nehmen, aber das lohnt sich. Das ist gut investierte Zeit. Weil Sie es eben angesprochen haben und weil wir auch in dieser Woche schon mit Frau Anselstetter, das ist eine Glioblastom-Patientin, mit der ich gesprochen habe diese Woche, darüber geredet haben, das Thema Studien. Sie macht beispielsweise bei einer Studie mit, die eine Phase-1-Studie ist, und sie sagte mir, sie setzt jetzt persönlich für sich da nicht so viel Hoffnung rein, aber vielleicht bringt es ja was für die Menschen, die nach ihr kommen. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Sollten Patienten an Studien teilnehmen? Und wenn ja, wie informiert man sich am besten und wie kommt man in so eine Studie dann rein? Weil für einen Glioblastom-Patienten ist ja auch der Faktor Zeit ein ganz wichtiger. Ich glaube, das ist wieder, jetzt kommt wieder das Thema der zertifizierten Zentren. Ich glaube, dass die auch außerhalb ihres Zentrums gut vernetzt sind mit ihren Fachkollegen. Ja. Zum Beispiel kenne ich den Martin Glas und den Frank Giordano nicht deswegen so gut, weil wir in einer Klinik zusammengearbeitet haben, sondern wir kennen uns so gut, weil wir in der gleichen Fachgesellschaft, nämlich in der neuroonkologischen Arbeitsgemeinschaft, der NOA, der Deutschen Krebsgesellschaft, und auch in anderen Bereichen, aber da uns eben schon jahrelang gemeinsam zum Glioblastom austauschen.
Ja? Und ich zum Beispiel genau weiß, der Frank leitet die Intrabo-Studie, wo die intraoperative Bestrahlung beim Glioblastom evaluiert wird. An der Studie machen wir jetzt auch mit. Warum? Weil ich das wusste, dass diese Studie läuft und weil wir dann angefragt haben, könnt ihr denn an eurer Studie mitmachen? Ja? Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man weiß, an welchen Standorten welche Studien laufen. Oder zum Beispiel die Immunstudien. Eine Immunvakzinierungsstudie läuft in Mannheim, Universitätsmedizin Mannheim, zusammen mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum. Und wenn ich jetzt einen Patienten hätte oder habe, wo ich denke, der könnte für die Studie passen, dann kontaktiere ich den Michael Platten oder einen seiner Mitarbeiter und sage, pass mal auf, der Patient könnte passen. Ja? Das bedeutet aber, dass Sie so ein bisschen informiert sein müssen, ja? Und um dann die Patienten eben gezielt auch in die Studien zu schicken. Und tatsächlich ist es so, dass viele der zertifizierten Zentren auch Studienangebote haben. Ja? Dass das ja auch eine Voraussetzung der Zertifizierung ist, dass man dem Patienten Studienangebote unterbreitet. Und ja, das war die erste Frage, sollen Patienten an Studien teilnehmen? Ja klar. Das ist eine Chance. Das ist eine Chance, neue Therapien zu kriegen, von denen man profitiert. Ganz klar. Was sagen Sie zum Stichwort internationale Zusammenarbeit eigentlich? Macht es irgendeinen Unterschied, ob ich an einem Glioblastom erkranke in Deutschland oder in der Schweiz oder in Frankreich? Ich glaube, die Länder, die Sie jetzt genannt haben, und da gibt es noch ein paar darüber hinaus, da ist der Behandlungsstandard ziemlich gleich. Ja? Also wir hatten es jetzt auch konkret mit USA. Manchmal wird ja gesagt, in den USA laufen die tollsten Studien. Und das ist tatsächlich manchmal so. Manchmal laufen da Studien, die bei uns nicht laufen und so weiter. Wenn wir aber jetzt sagen, Versorgung auf einem hohen Niveau, ja, hatten wir jetzt mehrere Patienten, die irgendwie sagten, ich frage da, ich nenne jetzt keinen Namen, an großen amerikanischen Zentren an, was würden die mir empfehlen, wenn ich da hinkäme? Und da war die Empfehlung 1:1 die gleiche wie das, was wir jetzt bei uns in dem Fall gemacht hätten. Und die Patienten sind dann auch alle wieder zurückgekommen oder bei uns geblieben. Also ich glaube, in den Ländern, die Sie genannt haben, ist es schon so, dass die Patientinnen und Patienten extremst gut versorgt sind. Und das sind ja auch Länder, die miteinander reden. Ja, das ist Schweiz, also das ist also Europa, was Sie jetzt genannt haben. Schweiz ist ja auch irgendwie Europa, zumindest liegt es da so zwischendrin. Und wir reden ja alle miteinander und tauschen uns aus. Wo es vielleicht einen Unterschied macht, wenn das so Länder sind, Richtung Dritte Welt oder so, da ist es natürlich nochmal schwieriger, klar. Ist klar. So, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben schon fast unsere Zeit rum. Jetzt habe ich Sie ja davon abgehalten, Ihren Vortrag zu halten. Gibt es einen Aspekt, den ich jetzt vergessen habe bei meinen Fragen, den Sie unbedingt noch hineinbringen wollen? Weil sonst hätte ich noch so eine Abschlussfrage. Ich glaube, wir haben tatsächlich alle Aspekte ganz gut beleuchtet. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist was viele gar nicht so sehen. Das heißt immer klinische Studien und so. Das aber auch zur Neuroonkologie gehört ja auch ganz viel präklinische Forschung, also Laborforschung, die wirklich grundlagenorientiert ist. Und das wird oft gar nicht gesehen. Das geht so ein bisschen unter, obwohl das wahnsinnig viel Arbeit ist. Und man muss sich ja auch immer vorstellen, bis so eine Technik oder ein Medikament oder wie auch immer am Patienten ankommt, da ist ja ein wahnsinniger Vorlauf. Ne? Und das, glaube ich, darf man auch nicht vergessen, wenn man am Ende an Forschung denkt. Ne? Ja, was glauben Sie, meine ketzerische letzte Frage, was glauben Sie, wie lange das noch dauert, bis man ein Glioblastom heilen kann? Also, wir haben ja die Vision Zero, die sozusagen in der Dekade gegen Krebs vorgegeben wurde. Ich glaube, die Vision Zero, das heißt überhaupt keine Krebserkrankung, auch dazu gehört natürlich auch das Glioblastom zu erreichen. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Vision. Ja. Und ich glaube, das wird noch sehr lange dauern, einfach weil es ein Tumor ist, der sehr, sehr heterogen ist, der auch schlau ist, ja, und sofort sieht, oh Moment, da kommt einer, der will mir was, dann mache ich das doch alles anders und plötzlich wird die Therapie nicht mehr. Mhm. Ich glaube aber, wenn wir mit der Intensität, die wir haben, dranbleiben und wenn wir mit vereinten Kräften alle Themenbereiche bespielen, ja, die wir haben und wenn wir auch mal
Dinge tun, die vielleicht noch nicht so etabliert sind. Also einfach mal sagen, jetzt probieren wir mal eine neue Methode, vielleicht erstmal im Labor. Glaube ich, werden wir zumindest in Schritten weiterkommen. Also ruhig ein bisschen mutig sein, wenn einem was Neues vorgeschlagen wird. Man hat eh nicht so viel zu verlieren. Genau, mutig sein, dranbleiben. Ja. Und das sage ich auch immer den Patienten, man muss jede Chance nehmen. Ja. Und deswegen eine Studienteilnahme, eine neue Methode, ja, die Chance sollte man nehmen. Denn man muss in Deutschland, kann man ziemlich sicher sein, Studien, die werden nicht einfach über Nacht, ne, da setzt sich nicht einer hin und sagt, ah, morgen mache ich mal eine Studie. Sondern das geht ja durch Ethikkommissionen, das wird ja mehr, also das ist schon sicher, wenn das am Patienten ankommt. Ja, also da braucht man sich jetzt eigentlich keine Sorgen machen, dass da irgendwelche Dinge an einem ausprobiert werden. Und deswegen sollte man die Chance nutzen, alles, was neu ist, zu tun. Man sollte aber auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig für Patientinnen und Patienten, wenn es jetzt in der einen oder anderen Situation keine klinische Studie gibt, dann ist das so. Dann sollte man jetzt auch nicht mit einer ganz pessimistischen Haltung hingehen, denn die Therapien, die wir haben, haben ja tatsächlich auch die Möglichkeit, gut zu wirken. Ja? Und Statistiken haben ja immer nach oben und nach unten Ausreißer. Und wir alle kennen die nach oben Ausreißer, die einfach wahnsinnig gut von Therapien profitieren. Also man muss da schon trotz der Erkrankung ein Stück weit mit einer positiven Energie angehen. Und das ist auch so ein bisschen meine Mission, auch in der Beratung der Patienten. Das ist auf jeden Fall rübergekommen heute. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für die vielen wertvollen Informationen, die wir jetzt bekommen haben. Sehr gerne. Das war toll, wirklich. Ja. Ja, und ich danke Ihnen auch für Ihr Interesse in dieser ganzen Woche, Ihnen und euch natürlich, fürs Zusehen bei unseren Landtalks von Gemeinsam gegen Glioblastom. Für mich war das eine unheimlich lehrreiche, wirklich bereichernde Woche. Ich habe eine Menge mitgenommen und eine Menge gelernt und ich hoffe, wir konnten die Situation mancher Patientinnen und Patienten zumindest ein bisschen verbessern oder vielleicht ein bisschen klarer machen. Vielen Dank auch an das Deutsche Innovationsbündnis Krebs und Gehirn natürlich für diese Woche, dass ich das hier machen durfte. Und allen Experten nochmal an dieser Stelle gedankt für ihr Wissen und ihre Zeit. Das ist wirklich toll gewesen und hat uns sehr viel weitergeholfen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Noch ein ganz schönes Wochenende. Tschüss. Dankeschön, danke Frau Reimann. Tschüss. Tschüss.